Die heutige Generation ist nur noch erfolgsorientiert. Hat man nicht das schnelle Geld oder die vielen Klicks, verliert man schnell die Lust an dem, was man macht. Deshalb habe ich Respekt vor Künstlern, die einfach ihr Ding durchziehen und sich selbst treu bleiben. 9-5 ist einer von diesen Künstlern, die einfach Musik machen, was sie Bock drauf haben und ihre eigenen Ziele verfolgen. Mit gerade mal 700 Likes auf Facebook gehört er wohl klar zum Untergrund der Hip-Hop-Szene. Aber wieso eigentlich? Wenn schon Leute mit vielen YouTube-Klicks ihren Schrott besser verkaufen können als ehrliche, talentierte Musiker in dem Bereich, ist definitiv etwas falsch in der Generation. Ich will ganz ehrlich sein, ich bin neu, nie mehr, yeah. Realist bis zum Tod, ich find Träumen zu schwer. Fürs Träumen zu spät, Homeboy, was geht? Kanye West war meine Idee. Style bis zum Ende und den Zeitgeist auf Anfang. Weed in die Kirche, Kirche mit zum Sandstrand. Blanik oder Louboutin, im Endeffekt egal. Was die Farbe nicht zum Läufer, kann ich sie auch nicht tragen. Valium zum Fisch, ist das noch koscher? Und seit der Thrill bis zum Ende der Oper ist die Cola kalt und das Glas angewärmt. Ich nimm den Hummer Etrecher, danke sehr. Man kann hier auf jeden Fall von einem einzigartigen Rapper reden. Seine Tracks, seine Beats und vor allem seine Stimme sind außergewöhnlich gut. Da möchte ich gar nicht über Geschmackssache reden. Der Style ist jedem selber überlassen, feierbar ist er aber allemal. Stachende Bilder schaffen zügellose Langeweile. Bin schon lange regungslos, wenn will ich was beweisen. Whiskygläser ausgekippt, Wodka ausgekocht. Das Fern bezieht mich jede Minute, aber ich bleibe doch. Ständiges Hin und Her zwischen High wie Gates und schau bis dann zurück nach 2001. Bau mir ein Schloss im Sand. Im Jetzt baue ich die Zukunft in Bausparverträgen und such in Bierdosen mein Leben. Bei der Musik geht es um Emotionen, da ist es egal, welche Musikrichtung man bevorzugt. Und genau deshalb kann man hier von einem Künstler reden, der so viele verschiedene Emotionen in einem allein durch seine Musik wecken kann. Wenn man sich auf seine Musik einlässt und die Stimmung passt, steigt das Gänsehaut-Feeling mit jeder Sekunde. Ich mag ein kleiner Fanatiker sein, das merke ich immer wieder selber, aber genau darum geht es hier ja auch. Mittlerweile kann man schon sagen, dass er mein Leben geprägt hat, ich verfolge ihn nämlich schon seit 2 bis 3 Jahren. Damals hat er sich sogar mit Bladesa, Karriere und Enu zum VBD Splash mitreißen lassen. Ey, ihr hatet Kunst, doch nen groben es geformen hat und können nur das feiern, was uns Julian schon verdorben hat. Danke sehr, XX. Moon schreibt für Bulli und passt da gut rein. Wenn du die harmlosen Lacher und das Zeit, das einem schreibst, Hälfte von mein, verdoppelt dein Style. Laut 1x1 und 2x3, ihr seid die Blaupause of Wack, bis in Beständigkeit. Was wollt ihr auf dem Splash, wenn ihr nichts könnt, außer lebendig sein? Man vergesse den ersten Stein und reicht. Versucht euch zu beeindrucken und scheitert an euch selbst. Das soll hier jetzt auch nicht in Richtung Werbung oder Analyse gehen. Das wäre seiner Kunst gegenüber zu entfernt. Ich möchte ihn euch eher ans Herz legen, wenn ihr auf der Suche nach guten, noch unbekannten Künstlern seid. Mein Support an dich, Homie. Viel zu großes Loch, viel zu kleiner Schein. Meine Welt ist zu klein, deine Gedanken zu weit. Ich schwör's dir, ich sage niemals nein.
Farben nicht unterscheiden. Nein, gelb oder grün, egal, die Hoffnung, sie stirbt. Nein, blau ist die Angst, die sie immer noch umgibt.